Hallo und willkommen zurück bei This War of Mine, diesem doch sehr düsteren Let's Play und ja, diese beklemmende Atmosphäre. So, der ist ausgeschlafen, der Kollege da unten. Und damit könnte dort jemand anderes schlafen. Marco ist hungrig. Los, ab mit dir nach oben. Der ist leicht verletzt und er ist müde. Das heißt, du gehst schlafen. Jetzt machen wir die Sachen noch eben fertig, bevor der Tag um ist. Er isst jetzt eben und dann sind alle gesättigt fürs Erste. So, das ist sehr gut für uns. Und dann... So, bist du fertig da oben mit Essen? Er ist fertig. Guck mal, warum das hier auf... Nein, 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 du sollst schlafen, Kollege. Du sollst schlafen. Schnell da rein. Nein, du nicht. Dich will ich. Kannst du das hier aufrüsten? Nein, da fehlen deutlich viele Teile. Was ich schade finde, dass man nachts nicht zwei losschicken kann. Ob das später geht, ich weiß es nicht. Verdammt nochmal, es sind keine Kippen übrig. Ja, es gibt keine Kippen, du hast recht. Aber da kann man auch nichts dran ändern. Vielleicht ein andermal. Und da geht's hinein in die nächste Nacht. So, Marco ist soweit fertig. Der kann plündern gehen. Pavle, der wird schlafen. Und der Leichtverletzte wird... Ja, dort hinein. So, wir haben 52% von dem einen Haus. Ja, das lassen wir erstmal. Ich würde sagen, wir gehen als nächstes in die zerstörte Villa. Das ruhige Haus da oben, ja. Ja, wir gehen in die zerstörte Villa und schauen mal, was wir dort haben. Wir werden auf alle Fälle natürlich Schaufel, Dietrich und natürlich das Messer mitnehmen. Mal schauen, ob wir die Sachen brauchen. Ich hoffe, dass wir eine Waffe finden oder ähnliches. Wir müssen nämlich unser, auf jeden Fall unser Versteck verteidigen. Das ist extrem wichtig. Problem ist halt, wie schaffen wir das? Wie stellen wir es an? Und es regnet. Wie man sieht, da sind wir schon mal nicht alleine. Und nun schleichen wir uns mal hier rein in dieses Gebäude. Und ich hoffe, dass wir das ein oder andere mitnehmen können. Plündern, was haben wir hier? Ja, Materialien nehmen wir natürlich alle mit. Kann man alles nehmen und gebrauchen. Und dann schauen wir mal, wie es dort drinnen aussieht. Ja, da oben haben wir gerade jemanden sitzen sehen. Ich gehe mal nach hier unten. Mal sehen, was es hier so gibt. Erstmal was zu plündern wieder. Und wie man sieht, viel, viel Zeug zum Bauen. Ich hoffe mal, dass ich hier vorne noch irgendwo Nahrungsmittel, da vorne sehe ich den Kühlschrank, finde. Also ich muss nach oben wieder, hier geht es nicht weiter. Jetzt muss ich aufpassen, denn wie man sieht, hier bewegt sich jemand. Geht dort wieder hinauf. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das Richtige machen. Schnell hier reingucken. Was haben wir hier? Wir haben hier Bücher, wir haben Waffenteile, die würde ich gerne mitnehmen. Das lassen wir mal hier drinne und ja, die Bücher. Puh, ey, weiter geht's. Was auch ganz wichtig ist, Türen schließen. Habe ich jetzt da drüben leider vergessen. Aber weiter geht's. Da oben. So, was haben wir hier? Wir haben einmal Dosen, dann einmal das hier. Ganz wichtig, nehmen wir alles mit, was irgendwie mit Nahrung zu tun hat. Tut mir natürlich leid, dass wir hier jemanden bestehlen müssen. Aber was will man sonst tun? Es ist nun mal wichtig für uns, dass wir halt auch überleben. So, jetzt haben wir ein bisschen Nahrung mitgenommen. Was ich gucken wollte, Wasser. Wasser, 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 Wasser. Haben wir hier Wasser? Wasser haben wir, ja. Ja, was lassen wir hier? Was lassen wir hier? Ich würde sagen, die Waffenteile lassen wir hier. Schön, ich die auch finde. Aber Wasser ist erstmal wichtig, solange wir nicht selbst Wasser mitnehmen können. So. Schnell wieder zumachen von der Seite. Was haben wir hier? Ein Bild.
Ein Schwarz-Weiß-Bild von der Frau des Eigentümers. Sie ist von brennenden Kerzen umgeben. Ist sie im Krieg gestorben? Ja, man weiß es nicht. Vielleicht erfahren wir das ein andermal. So, hier unten können wir weiter plündern, wenn wir wollen. Da oben ist wieder jemand sehr nervös. Ja, leider können wir nicht mehr mitnehmen. Ich werde jetzt gucken, dass ich nur noch hier rauskomme. Irgendwie. Man sieht, zwei Personen bewegen sich dort oben mittlerweile. Ich schau mal, was hier drin ist. Und da sehe ich schon was zum Handeln und Zigaretten. Ich würde gern irgendetwas hier lassen, nur was? Was können wir hier lassen? Ja, die Dose würde ich schon gerne mitnehmen. Das Baumaterial brauchen wir eigentlich auch. Aber, Schaufel. Ja, ein Dilemma. Was lassen wir hier? Baumaterialien. Okay, lassen wir die Dose hier. Nehme ich den Handelsstein mit. Den werden wir gebrauchen können. Dann, wenn es darum geht, das nächste Mal mit dem Händler zu reden. Und jetzt hoffe ich, dass hier mich keiner hört. Oha, nicht gut. Gut, er hat mich, glaube ich, nicht gehört. Das ist gut. Oder sie, je nachdem, wer da oben ist. Ich glaube, ich habe vergessen, die Türe da zu schließen. Aber das ging gut. Und wir können das Haus wieder verlassen. Ohne gesehen worden zu sein. Das Einzige, was natürlich doof ist, die offenen Türen. Die sind natürlich nicht so gut von uns gelöst. Da haben wir ein, zweimal gepennt. Hätten wir die von Anfang an geschlossen, hätte es jetzt keine Probleme am Ende gegeben. Aber es ist ja alles gut und wir können ganz normal zurück zu unserem eigenen Heim und schauen, was da so los ist. Tag 4. So, ich habe sehr viele nette Dinge gefunden. Was für eine Nacht. Und wir wurden ausgeplündert. Jemand ist in der Nacht eingekommen, unsere Sachen gewaltsam zu nehmen. Und jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie müssen ängstlicher als wir gewesen sein. Und wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Wir hatten einige Waffen, aber sie reichten nicht für alle aus. Pavel wurde verletzt, aber die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Bruno fühlt sich unwohl. Das ist nicht gut. Bruno fühlt sich unwohl. So, ja, wir haben neues Material. Marco in Bio. Tag 3. Arme Leute, ich weiß, dass es grausam war, ihre Vorräte zu nehmen, aber es geht ums Überleben. So sieht's aus, Marco. So, wie sieht's beim anderen aus? Bruno, was ist mit dir? Wir können über die Moralität von Diebstahl diskutieren, wenn wir diese Hölle überstanden haben. So sieht's aus. Und was sagt Pavle? Bei all diesen Bomben, Scharfschützen und dem Mangel an Vorräten möchte man sich am liebsten nur noch verstecken, hinsetzen, weinen. Doch wir können nicht zulassen, dass sie unsere Moral zerstören. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie uns unsere Würde nicht wegnehmen können. Es ist schwierig hier, aber wisst ihr, wie wir das auf unserer Straße, das in unserer Straße geschafft haben? Tag 3. Wenn wir überleben, können wir Marco dafür danken. So sieht's aus, so sieht's aus. Wir haben einiges an Rohstoffen. Bruno. Wo ist Bruno? Da ist er. Er ist leicht krank. Ja, wir brauchen dringend Zeug zum... Ja, wie soll ich sagen? Nehmen wir hier mal kurz Holz. Stellen wir mal vier Stück her. Mach das gerade mal. Dann hier unten Pavle. Wie sieht's hier aus? Können wir irgendetwas herstellen, was uns in irgendeiner Form weiterhilft? Ja, das hier. Von Alkohol benötigt wird, es wäre sinnvoll, mehrere davon zu bauen. Ja, schön. Aber wo zum Geier soll man die denn hinstellen, um Regenwasser zu sammeln?
Ich platziere es hier einfach mal. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich werde es einfach mal versuchen, weil also wenn ich logisch denke, müsste das eigentlich nach draußen. Aber, echt komisch. Naja, egal. Dann würde ich sagen, da Bruno damit fertig ist, hier komm, Junge, mach mal, stell mal her, 4 Stück am besten direkt. So, zack. Dann haben wir für alle was zu essen da. So, er bastelt und Pavle, nee, nicht Pavle, sondern Marco suche ich. Marco, geh du mal runter gucken, ob du irgendwas bauen kannst. So, wir können rein gar nichts mehr bauen. Wir könnten nur noch Filter bauen oder einen Stuhl und Stühle brauchen wir jetzt gerade nicht wirklich. So, wie sieht's aus hier oben, Pavle? Was können wir hier machen? Materialien. Okay, wir brauchen einen Filter. Gut, dann baut er mal hier unten ganz kurz einen Filter. Weil das konnten wir ja. Einmal herstellen bitte. Zack. Und dann haben wir hier Besuch. Wir haben Besuch. Pavle ist gerade hier oben. Könnte ich Sie kurz sprechen? Ja, sprechen wir mal. Was willst du denn von mir? Sie sind die erste Person, die die Tür geöffnet hat. Vielen Dank. Schnell, mein Bruder wurde von Scharfschützen angeschossen. Bitte helfen Sie mir, ihn nach Hause zu tragen. Sonst stirbt er. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Ganz ehrlich? Nein. Also das klingt für mich nach einer Falle. Ich will da jetzt so früh nicht reintappen. Nein, ich werde meine Meinung nicht ändern. Tut mir leid. Aber nein. So, wie sieht's hier aus? Können wir... Ja, wir können herstellen. So. Gut, Bio, Pavle. Unser verletzter Nachbar konnte nur auf uns zählen. Wir haben ihn im Stich gelassen. Ja, tut mir leid. Was soll ich denn tun? Marco hat auch was. Es war falsch, unseren verletzten Nachbarn nicht zu helfen. Einfach falsch. Ja, ihr seid geil. Und du, wir hätten unseren verletzten Nachbarn helfen sollen. Wieso haben wir es nicht getan? Ja, ich denke halt ein bisschen drüber und ja. So, wir kriegen dann Wasser da oben. Und ja, was haben wir hier? Er ist leicht krank, er ist immer noch hungrig. Damit isst du erstmal und wirst dann dich als allererstes schlafen legen. So, einmal schlafen gehen. Du bist ebenfalls hungrig und leicht krank. Verletzt. Ja, komm, ess du mal was. Damit wenigstens das vorbei ist. Ja, dein Magen knurrt. Dann iss was. Dafür haben wir das da. So, und du hast ebenfalls Hunger. Du isst da mal einfach mal eine Konserve. Sopp. Und damit ist der Hunger auch dort weg. Alle satt soweit. Ja. Er ist immer noch leicht krank, aber er erholt sich ja gerade. Er ist leicht verletzt und ist traurig. So, mit dir. Komm, du gehst da unten mal Musikchen hören ein bisschen. Kannst auch ein bisschen schneller laufen. Wie sieht's hier drüben aus? Das ist fast fertig. So, Tag 4. Draußen ist es kalt, bewölkt und es könnte zu Regenfällen kommen. Unser Tipp für kalte Abende, shoppen Sie sich ein gutes Buch, eine warme Tasse Tee und entspannen Sie sich im Sessel. Also es wird kühler, hier ist Musik. Sie hören Radio-Folge, mit großem Bedauern müssen wir Sie darüber informieren, dass unser Kollege, okay, das hatten wir schon. In der Stadt Gravia werden Massengräber entdeckt. Das Militär hat Gebiet gesichert und untersagt Reportern bis zum Ende der Untersuchung den Zugang. Ja, das ist natürlich weniger gut. Ja, aber was können wir noch tun? Wir können hier eigentlich gar nichts mehr tun. Ja, und er, Pavle, der dreht gerade voll am Rad. Marco müde, alle müde.
Kann man nichts machen. Einer von denen wird dann gleich in die Nacht gehen, die wir jetzt starten werden. Und wir haben hier ein kleines Wohnhaus. Vorsicht ist geboten. Damit werden wir da jetzt nicht sofort hin. Hier haben wir noch einiges zu holen. Das verlassene Haus. Klar, da gibt es auch noch einiges. An der Scharfschützenkreuzung haben wir eine Menge Teile. Etwas Waffen und Co. Diese Schule wurde mehrfach bombardiert. Die meisten Keller sind leider eingestürzt. Aber Holz und andere Materialien können im Schutt gefunden werden. Es dürfte sich lohnen. Ja, etwas Lebensmittel haben wir da. Es gibt leider so wenig Lebensmittel. Das ist gerade ein bisschen doof. Ich würde sagen, eine große Menge. Wir werden die Schule mal besuchen. Weil wir brauchen definitiv Materialien. Und das wird unser Hauptaugenmerk diesmal sein. Wasser werden wir dann selbst gleich haben, hoffe ich mal. Und für den Rest schauen wir dann. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir vorankommen mit unserem Unterschlupf, damit wir selbst Gemüse anbauen können. Gemüse wäre sehr, 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 sehr wichtig, auf alle Fälle. Weil Gemüse, es bringt uns doch relativ viel weiter. So, ich schau mal, was wir hier so haben. Ich gehe direkt rein, ich gucke gar nicht erst das Schlüsselloch. Ich glaube nämlich nicht, dass hier so viel los ist. Hier oben bewegt sich irgendwas. Was? Hier haben wir Teile. Nehmen wir einfach mal mit. So, weiter geht's. So, und hier gibt es überall Bewegungen. Da müssen wir jetzt wirklich aufpassen, was uns dort wieder fährt. Und bisher... So, da eine Ratte. Ist das von der anderen Seite verschlossen? Ja. Gehen wir mal hoch. Ich hoffe nicht, dass wir hier auf irgendwelche Gefahren treffen. Aber schauen wir einfach mal. Hier ist gar nichts. Das ist natürlich ganz doof. Aber die Schule ist groß. Riesig. Tja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir buddeln uns mal eben hier durch. Wenn die Schaufel kaputt ist, dann müssen wir halt... Na, ich hätte das Messer mitnehmen können noch. Aber gut. Wir werden es schon so durchschlagen. So, gehen wir mal hier rein. Bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Gehe ich erstmal hier hoch. Hier oben gibt es erstmal nichts. Einmal kurz hier durchlukern. Ja, da können wir uns jetzt auch wieder durchbuddeln. Das werden wir tun. Möglichst viel mitnehmen, aber bisher bin ich leider enttäuscht worden. Ich hätte gedacht, hier ist mehr Material. Der ist wirklich mau. Die Schaufel ist immer noch da. Hier haben wir ein paar Materialien, das ist gut. Und viele, viele Ratten haben wir hier. Das ist mir als allererstes jetzt aufgefallen. So, jetzt können wir hier durch und finden hier auf alle Fälle Sachen zum Plündern. Das ist gut. Ja, hier haben wir wieder ein bisschen was. Ja, wir müssen auf jeden Fall schnell sein. Das steht fest. Damit wir hier genug mitnehmen, alles nehmen. Ja, Holz haben wir jetzt eine ganze Menge. Nur ganz ehrlich, Holz wollte ich eigentlich gar nicht. Ah, das sieht gut aus. Hier haben wir wieder Materialien. Alles das, was wir brauchen. Hier haben wir was zum Plündern. Alles können wir nicht nehmen. Ja, ich guck mal eben weiter in diesem Gebiet. Vielleicht finden wir noch etwas Bestimmtes. Auf jeden Fall, diese Schule scheint sehr gut für uns zu sein, für Materialien. Nur für Nahrung sieht es nicht so gut aus. Mal schauen, ich gehe mal weiter. Ich werde mir auch den Weg frei. Tür ist vergittert. Ich brauche ein Sägeblatt. Okay, das ist auch neu. Aber gut zu wissen. Ich werde aber gucken, dass ich hier den Weg frei buddel, damit wir beim nächsten Mal hier leichter durchkommen, wenn wir hier wieder sind.
und auch der Weg hier raus schneller ist. So. Ja, ich weiß noch nicht, wann das nächste Mal sein wird, aber es wird auf jeden Fall nicht so lange dauern. Zumindest glaube ich da nicht dran. So, gehe ich mal in die Keller. Gebäude. Wie sieht's aus in unserem Rucksack? Die Schaufel hat man auch gut Materialien. Ja. Machen wir hier mal auf. Und da haben wir was zum Verstecken. Und jetzt müssen wir mal schauen. Und da haben wir jemanden. Das ist nicht so gut. Gut, vielleicht beim nächsten Mal da mit Messer hier rein. Und dann gehen wir mal hier rüber, langsam bewegen, weil wir da unten Besuch haben. Ja, mehr können wir leider nicht mitnehmen. Aber wir haben genug Materialien, um uns am nächsten Tag, ja, mit neuen Sachen zu versorgen, neue Sachen zu bauen. Das war wichtig, dass wir das haben. Und er läuft und läuft und läuft und läuft. Und damit geht es zurück zur Basis in der Hoffnung, ja, dass es da weitergeht, dass wir da mehr machen können. Ich hoffe, wir sind nicht wieder ausgeraubt worden oder wurden nicht überfallen. Das wäre sehr hilfreich. Tag 5. Er sagt gar nichts, das heißt wohl, er ist müde. Wir haben viele Sachen gefunden, die Nacht war ruhig, das ist gut. Er ist sehr müde und der Rest ist erstmal wurscht, leicht krank. Und wir müssen dann, ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen, wie wir die ganze Sache weiter angehen. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal hier bei diesem Let's Play von This War of Mine.